Grüß euch. Darf der Arbeitgeber die Inflationsausgleichsprämie nur auf bestimmte Mitarbeiter beschränken? Also darf er zum Beispiel sagen, du bekommst die Inflationsausgleichsprämie, du aber nicht? Damit hatte sich das Arbeitsgericht Paderborn zu beschäftigen. Die Inflationsausgleichsprämie ist grundsätzlich, wie der Name schon sagt, dazu da, die Inflation auszugleichen. Und da natürlich eigentlich jeder Arbeitnehmer von der Inflation betroffen ist, könnte man ja annehmen, dass wenn der Arbeitgeber sagt, ich zahle eine Inflationsausgleichsprämie, dass er die dann auch an alle zahlen muss und nicht einzelne Arbeitnehmer davon ausnehmen kann. Das Arbeitsgericht Paderborn hatte da über den folgenden Fall zu entscheiden. Der Arbeitgeber hatte hier nur an diejenigen Mitarbeiter eine Inflationsausgleichsprämie gezahlt, die im Vorjahr keine Jahressonderzahlung erhalten hatten. Das heißt, hier wurde jetzt nicht explizit an den Inflationsausgleich angeknüpft, sondern man hat halt einfach gesagt, diejenigen, die letztes Jahr keine Sonderzahlung erhalten haben, die bekommen jetzt eine Inflationsausgleichsprämie und alle anderen nicht. Dagegen hat dann eine Arbeitnehmerin geklagt und sich auf den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen. Das Arbeitsgericht hat aber die Klage abgewiesen. Das Arbeitsgericht hat gesagt, nein, das ist möglich, die Inflationsausgleichsprämie nur an einzelne Mitarbeiter zu zahlen, wenn dafür ein sachlicher Grund gegeben ist. Den sachlichen Grund hat das Arbeitsgericht Paderborn darin gesehen, dass eben nur diejenigen die Inflationsausgleichsprämie bekommen, die Jahressonderzahlung vorher nicht bekommen haben, weil die vielleicht dann einfach finanziell ein bisschen schutzbedürftiger seien. So ungefähr wohl die Argumentation. Das heißt, man kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass jeder die Inflationsausgleichsprämie bekommen muss unbedingt, wenn der Arbeitgeber sie an einzelne Arbeitnehmer auszahlt. Es kommt immer auf den konkreten Einzelfall an und ob es wirklich einen sachlichen Grund für die Differenzierung gibt. Was natürlich aber nicht geht, ist, wenn der Arbeitgeber keinen sachlichen Grund hat, aber trotzdem da differenziert. Zum Beispiel, alle Männer bekommen eine Inflationsausgleichsprämie und die Frauen nicht. Oder die Leute, die längerfristig ausfallen wegen Krankheit und wegen ihrer Behinderung, die bekommen keine Inflationsausgleichsprämie, die anderen aber schon. Das ist dann schon wieder problematisch und könnte auch in Richtung einer Diskriminierung aufgrund der Behinderung gehen. Wenn dich solche Videos aus Arbeitnehmerperspektive interessieren, abonnier doch gerne den Kanal und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.